So, heute hat sich jetzt auch die Initiative Deutsche Wohnen Co. einen eigenen entschieden, an der Vergesellschaftungskommission zu beteiligen. Finden wir eine richtig gute Nachricht, klar. Ja. Wir haben ja die ganze Zeit immer schon gesagt, wenn es irgendwen in der Stadt gibt, der Expertise hat in Sachen Vergesellschaftung, dann ist es die Initiative. Richtig. Und ich habe mich auch sehr gefreut über Ihre konkreten Vorschläge, weil beispielsweise Professorin von Mangold, die kenne ich aus dem Antidiskriminierungsbereich und weiß aber auch, dass sie eine sehr gute Verfassungsrechtlerin ist und eine öffentlich-rechtliche Expertise mitbringt. Und das ist, glaube ich, total wichtig, damit wir Antworten darauf kriegen, wie genau die gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung der vergesellschafteten Bestände organisiert werden soll, auch in welcher Rechtsform. Und dafür ist Professor Wiel auch sehr wichtig, der da auch Expertise mitbringt. Und da glaube ich auch nochmal, ganz wichtig ist bei der Frage, dass eben Vergesellschaftung verfassungsrechtlich möglich ist. Und die werden auf jeden Fall uns über diese Klippe sehr gut helfen. Und richtig gut finde ich auch, dass Professorin Heek noch mitbenannt wurde, die jetzt noch aus einem ganz anderen Bereich kommt als Stadtforscherin. Und ich meine, wir haben uns ja beide immer gesagt, naja, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass so viele Juristinnen in dieser Kommission sitzen werden. Und deswegen ist es nochmal sehr gut, dass einfach eine Person aus einem ganz anderen Themenbereich noch mit dabei ist und die wirklich auch eine tolle Expertin ist für Fragen zum Beispiel Finanzialisierung des Wohnungsmarktes. Also solche Fragen, wie ist eigentlich die Struktur von so einem Konzern wie Vonovia, die der größte Wohnungskonzern Europas sind, wie ist es eigentlich dazu gekommen, wie erwirtschaften die ihr Geld, was ist das Geschäftsmodell dahinter? Und dass eine Person mit diesem Fachwissen nochmal in der Kommission sitzen wird, ist wirklich sehr gut. Ja, finde ich auch. Und natürlich spielen da nochmal Osmanrode und Beckers auch eine besondere Rolle, weil sie zu der Frage der Entschädigung was sagen werden, nämlich dass weit unter dem Verkehrswert eine Entschädigung möglich ist. Und dieser interdisziplinäre Ansatz, der uns so wichtig ist, insofern der nicht komplett in der Kommission abgebildet ist, werden wir den jetzt nachsteuern müssen. Das ist auch Aufgabe, denke ich, unserer Fraktion, aber auch für die Kommission natürlich, durch Anhörungen von Sachverständigen, aber auch durch Gutachten, dass eben auch Menschen aus der MieterInnenbewegung da zu Wort kommen und eben auch andere wichtige Fragen geklärt werden, nämlich die Kriterien, die es geben muss für eine gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung oder MieterInnenmitbestimmung zum Beispiel. Ganz genau. Diese ganzen Themen müssen auf jeden Fall noch mit rein und über diese Expertinnen nochmal von außen, das ist ja auch vorgesehen in der Kommission, dass man Sachverständige einladen kann, Gutachten beauftragen kann und vor allem auch total wichtig, dass die Kommission öffentlich sein soll. Das ist auch total wichtig, weil das ist ja eine gesellschaftliche Debatte, die auch weitergeführt werden muss. Also es darf jetzt nicht sein, dass so eine Kommission jetzt irgendwie so ein Verschiebebahnhof oder Hinterzimmer wird und irgendwas entscheidet oder irgendwas bespricht, sondern das ist eine Debatte, die wirklich in die Mitte der Gesellschaft gehört. Ja, und da finde ich es zum Beispiel auch wichtig, dass eben andere Aspekte auch noch mit beleuchtet werden, was man ja auch abdecken kann durch sowas, aber auch durch begleitende Veranstaltungen wie die Vergesellschaftung insgesamt. Also nicht nur beim Thema Wohnungen, sondern warum es wichtig ist, solche Sachen dem Markt zu entziehen. Das gilt auch für Gesundheit, genauso wie für Energie. Warum das ein Mehrwert ist für Einzelne, dass eine gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung stattfindet und eben es nicht um Profitstreben gehen kann. Denn letztendlich geht es ja um die Existenz von uns allen, wie sie abgesichert werden kann und dass auch arme Menschen sich sozusagen noch das leisten können. Ja, genau. Also ich meine, unsere linke Justizsenatorin Lena Kreck hat es am Montag sehr gut auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, es geht mit Artikel 15 wirklich darum, den das erste Mal zur Anwendung zu bringen und den Kapitalismus in einem wirklich wichtigen Sektor teilweise zu verdrängen. Und ich glaube, mit der Zielrichtung muss man das jetzt auch begreifen. Es ist eine wirklich historische Angelegenheit, gerade für uns als Linke, total wichtiges Projekt. Und ich meine, wenn man es nochmal aufs Wohnen fokussieren will, müssen wir ja auch sagen, wir wollen ja eigentlich immer das Wohnen vergesellschaften, sage ich mal. Also worum geht es da? Um eine wirklich ganz starke öffentliche Verantwortung, um eine gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung, also fernab des Marktes und eben aber auch um eine demokratische Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter. Klingt jetzt sehr abstrakt, aber ist dann auch sehr konkret, wenn wir uns zum Beispiel landeseigene Wohnungsunternehmen angucken, was da passiert. Oder eben auch ganz viele andere Themenbereiche. Und da werden wir, glaube ich, auch ganz viel nochmal drauf verwenden, auch als Fraktion, immer deutlich zu machen, dass Vergesellschaftung eben nicht ein Thema ist, sondern dass das insgesamt einfach sowas wie unser Markenkern ist, würde ich sagen. Ja, total. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir diese Veranstaltung machen, um diese Übersetzungsleistung zu machen, um die Bevölkerung, wo ja knapp 60% dafür gestimmt hat, mitzunehmen. Aber auch eben Sammelbände, Publikationen, Kongresse, dass wir dieses Thema weiter bespielen und die vielen Perspektiven da noch mit einbringen, die wichtig sind für das Thema. Genau, die Kommission eng und fachlich wirklich aktiv begleiten, aber eben auch versuchen und hoffentlich schaffen, dass Vergesellschaftung als Thema am Küchentisch geführt wird. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist auch unsere Aufgabe als Linke, das eben aus dem Elfenbeinturm, sage ich mal, rauszuholen und konkret zu machen, zu übersetzen und dass alle Berlinerinnen und Berliner eigentlich wissen, worum es geht. Ja, lass uns das machen. Let's make history.